nächsten Gegner kommen. Ja, okay, dass wir schneller rotieren. Ist schon sinnvoll. Okay, ganz, ganz schnell, komm schon. Okay, der hat die beiden auf einmal gemacht. Was kommt als nächstes? War es das schon? Okay, das war's schon. Okay, nebenbei, wir haben echt viele Punkte. Also das nächste Upgrade lässt es auf uns warten. Man wird hier echt stärker, indem man das macht mit dem ganzen... Okay, es ist wieder nur so einer. Aber neues Material. Gab es eine große Flut und ist das nicht der Beweis dafür, dass die Mauer nicht unendlich ist? Ich möchte es einmal so ausdrücken. Wer hat dir gesagt, dass die Mauer bis auf die Grundmauer überflutet ist? Keine Ahnung. Okay, das neue Material. Was ist das hier schon? Oh, ist schon ein Material weiter. Okay, das hatten wir gekriegt mit der Rotationsgeschwindigkeit. Okay. Zack. Da unten ist gleich noch eine gleich. Hey, hier sind die Minen echt nah aneinander gerade. Ich habe richtig Luck. Okay. Wir sind anscheinend beim... bei der nächsten Ressourcenart. Ja, bei den schwarzen Kugeln, die wir gerade bekommen haben. Okay. Okay, jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Okay, die machen wirklich noch viel Damage. Bewegungsgeschwindigkeit, Bohreffizient. Ein Blauen für Bohreffizient. Deswegen sage ich, warte, bis ich einen Blauen gefunden habe, mit Bohreffizient. Und die brauche ich jetzt eigentlich wirklich, damit ich das alles nochmal viel schneller abfarme. Hier, Bohreffizient. Jetzt muss ich hoffen, dass ich genug Ressourcen finde. Was anderes kann ich hier gar nicht. Ich muss nur hoffen. Ja, guck mal, wie schnell es jetzt geht. Okay, ich glaube, eine Waffe kommt jetzt wieder, oder? Ja, sehr gut. Okay, welche Waffe kriegen wir? Ein Bombenwerfer wieder. Nee, den Bombenwerfer, der gefällt mir. Jetzt habe ich schon das mit der Maschine so weit upgradet. Ich glaube nicht, dass ich den jetzt noch wirklich effektiv brauche. Ja, ich komme hier drüben wieder an. Okay, was kann ich upgraden? Hier, dass die Kugeln sich nicht so verbreiten. Bombenwerfer. Na, ich gehe auf Maschinengewehr.
Auch wenn ich den Bombenwerfer an sich mehr mag. Okay, erstmal das da. Okay, da oben kommen erstmal die einzelnen Gegner. Okay, die Rakete geht auf den unteren, dann müssen wir uns nicht kümmern. Und so langsam nehme ich schon gut Schaden. Aber ich kann mich heilen, ich darf das nur nicht vergessen. Okay, zack. Zu den nächsten Ressourcen. Guck mal, wir haben jetzt geben so viele Punkte. Also 7000 habe ich jetzt gleich. Das lohnt sich wirklich, hier die kaputt zu machen. Okay, mehr gibt es hier gar nicht. Dann können wir gleich zum nächsten gehen. Ah, in 2 Minuten kommt wieder der Boss. Ich glaube, den Boss überleben wir wieder nicht. Hier runter. Okay, die nächste Mine. Okay, wieder nur so einer zum Reden. Die Antwort auf die uralte Frage, sollte man die Mauer in die Tiefe studieren oder ist es einfacher und daher besser, ihre Oberfläche zu erforschen? Ist sehr einfach, das hängt davon ab, was wir suchen. Okay. Oh, gleich noch eine. Hallöchen, geht das schnell. Okay, wieder ein grünes. Ein grünes finde ich sehr gut, weil die kann ich benutzen, um mich zu heilen. Und heilen ist sehr gut. Okay, ich war zu langsam, ich war zu langsam. Oh nein, oh nein, oh nein, 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 nein. Komm schon. Ah, ich brauche noch mehr von den silbernen. Okay, das ist weniger cool. Okay, perfekt, da können wir uns um den. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nebenbei, ich heile mich jetzt schnell. Zack, zack, zack. Nochmal. Ah, der. Oh, der macht gut Schaden, wenn er bei mir in der Nähe explodiert. Ich habe mich einmal komplett voll geheilt. Ich bin ja schon wieder fast tot. Oh, da oben kommt. Okay, den Boss schaffe ich nicht. Ich will noch ein paar Punkte sammeln. Das ist mir jetzt egal. Ich sammle die Punkte. Den Boss schaffe ich sowieso nicht. Ich mache jetzt so lange, bis die Spinne kaputt ist. Was ist das? Der Blaupause Tiefenscan ermöglicht es dir, die größte Mine zu scannen, mit der Spieler verbunden ist. Okay, wir haben die Mine noch erfolgreich gemacht. Und jetzt sind wir sowieso tot. Hey, aber wir leben noch. Nur die Spinne ist halt kaputt. Dein Robo-Spider wurde zerstört. Aber wir haben 8000. Gili, du kennst dich mit Technik aus, nicht wahr? Oh, jetzt reden die. Verdammt, ich wusste doch, dass die Werkstatt ein eindeutiger Hinweis ist. Ich habe etwas gefunden, schau es dir an. Wahnsinn, woher hast du das, Ben? Oh, wir heißen Ben. Was ist das also? Ist es wertvoll?
Wann warst du zuletzt im Museum des Kerns, als ich ein Kind war? Erinnerst du dich an die Wandbild-Kernaktivierung? Hör doch auf, ist das ein Schlüssel zum Kern? Ja, 5 dieser Dinger können jeden Kern erwecken. Uns fehlt nur der Kern selbst. Und 4 weitere dieser Kryptoschlüssel. Okay, es gibt. Der bleibt uns anscheinend für immer. Wir müssen die finden. Oh, hier ist dieser Tiefenscanner, den wir gerade haben. Ermöglicht es dir, die Größe der Mine zu scannen, mit der Spinne verbunden ist. Ja, bringt mir jetzt nicht so viel. Hätte ich 9000, hätte ich die beiden genommen. Ja, aber Ressourcen. Ding und Anzahl der gebohrten Blöcke auf 10. Ja, aber der Raketenwerfer ist natürlich auch nicht schlecht, weil ich glaube, wenn ich den upgradet habe, könnte ich den Boss schaffen. Deswegen würde ich sagen, ich gehe hier. Boah, die nächste ist 15. Mit der Rakete. Okay, das, dass ich nach oben gehe. Oder ich könnte, dass ich mehr Leben habe. Aber ich nehme den Scanner. Einfach um zu gucken, was der uns bringt. Und gleich weiter. Jetzt tut unsere Spinne ja gleich eine gute Anzahl an Blöcken zerstören. Okay, nach oben. Und mit 4 scannen wir. Größte Mine groß. Okay, es ist eine große Mine anscheinend. Ich brauche noch einen. Perfekt. Einen von denen, um meine Effizienz zu erhöhen. Zack. Leichter, jetzt lässt sich die viel leichter zerstören. Schon. Okay, das mit dem nach oben ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das heißt, die ganzen Ressourcen, die ich farme, gehen eh nach unten. Okay, jetzt kommen schon mal die nächsten. Das ist die erste Welle. Okay, 6 und 3. Ich brauche 16 und 4, um meine Effizienz zu erhöhen. Und das mit der Effizienz ist wirklich nötig jetzt. Es braucht nämlich Ewigkeiten, um es zu fahren. Okay, wir haben wieder einen von denen. Nehme ich mit und den gehe ich auch gleich runter. Halt so langsam. Schon schade, dass ich immer wieder von neu anfangen muss. Du hast eine Bombe gefunden. Alle 9 Sekunden produziert die Spinne eine Bombe. Du kannst sie aufheben und der Mine tragen. Wenn du sie loslässt, explodiert die Bombe nach einem Countdown und sprengt alle Blöcke in der Nähe. Das hört sich wundervoll an. Hier, meine Effizienz erhöhen. Die Bombe an sich kann ich auch upgraden. Sprengbereich. Geschwindigkeit der Bombenreplikation. Mehr Schaden. Okay. Ich schaffe es nochmal nach oben, um die Bombe zu platzieren, bevor die nächste Welle kommt.
Ich denke schon. Okay, die lege ich dahin. Ich muss schnell zurück. Oh, macht schon guten Schaden. Ah ja, jetzt nehme ich unnötigerweise Schaden. Das hätte nicht sein müssen. Hätte echt nicht sein müssen. Und vielleicht gehe ich den ersten Mal in die untere Mine, weil die einfach zu groß ist. Bis ich dahin bin. Hier Ewigkeiten vergangen. Ich glaube, nach der Erkundung sollte ich erstmal zu einer anderen Mine gehen. Oh, hier gibt es halt viele Ressourcen, ne? Halt schon ein Vorteil, dass die Mine so groß ist, besonders am Anfang. Hier guck mal, alles schön am Anfang hin. Okay, das ist das Schöne. Ich kann die halt alle einfach mitnehmen. Okay, der kümmert sich erstmal um die. Ja, doch, einmal kann ich noch gehen, weil ich kann meine Geschwindigkeit jetzt deutlich erhöhen. Und die Mine ist sehr schön, um eine große Menge von dem Zeug hier mitzunehmen. Ja, ich würde halt auch gerne das upgraden, ne? Okay, komm, hier. Zack. Oh, ich habe genau dafür Platz. Sehr gut. Okay, mit der Geschwindigkeit sollte es klappen. Hier, guck. Zack. Okay, ist vielleicht doch nicht so schlecht. Ich weiß ja nur, wie groß das hier wirklich noch alles ist. Also jetzt sieht das echt verdammt groß aus. Also okay, beim nächsten Mal gehe ich echt erst zu der anderen Mine, bevor ich hier weitermache. Ich sollte jetzt langsam zurück. Ich muss jetzt zurück. Dann sterbe ich. Nein, okay, ich ignoriere das jetzt erstmal und nehme das so mit. Auch wenn ich jetzt vielleicht deswegen ein bisschen Schaden nehme. Ein bisschen viel Schaden. Oh ja, ein bisschen zu viel Schaden. Ich hätte das nicht machen sollen. Ich bin fast tot. Okay. Ich gehe erstmal in die andere Mine. Die ist zu groß. Die ist einfach zu groß. Bis ich die erkundet habe, bin ich 100-mal gestorben.
muss definitiv die Effizienz erhöhen. Okay. Ich habe die Bombe auch hier, Effizienz 25. Auch wenn es echt teuer war. Ah, ich hab schon wieder. Wie groß ist die jetzt eigentlich? Ist eine kleine. Okay, explodier schon. Viel besser. Oh oh. Okay, okay, okay. Erstmal zack, zack. Noch schneller drehen. Okay, zack. Perfekt. Okay, wir konnten die Welle zum Glück sehr schnell zerstören. Ja, wir überleben auch wirklich viel schneller als am Anfang. Sehr viel schneller. Ich bin gespannt, wie weit wir es hier noch schaffen. Ich glaube, das war's mit dem... Ja. Das war's erstmal. Wir haben leider keiner von den ganzen Upgrades bekommen. Sagen, ich gehe erstmal nach oben. In der Hoffnung, eine kleine Mine zu finden, wo wir hier das mit der Bohreffizienz 30 finden. Oder 20 mit dem Tempo. Was auch nicht schlecht ist. Okay, es ist eine kleine Mine. Okay, sehr gut. Und da oben ist gleich noch eine. Gleich einsetzen. Der Upgrade. Leider kann ich hier nichts upgraden. Okay. Hier kommen, machen wir so schnell. Da es nur eine kleine ist, glaube ich nicht mal, dass wir bloß was an Zeit verlieren. Werden wir ruckzuck machen. Dann machen wir einen Rutsch. Okay, was finden wir hier? Rotationsgeschwindigkeit, okay. Die Waffe upgraden ist nicht schlecht. Okay, hier. Ganz nebenbei. Ich könnte zwar meine Geschwindigkeit erhöhen. Ich glaube, es ist schlau, wenn ich mich erstmal ein bisschen heile.